Was geht ab, meine OZ-Fighter, außer dir? Und heute wurden von der offiziellen Dokkan JP Twitter-Page die Informationen und Details zum kommenden LR Super Saiyan 2 Kalifla und LR Super Saiyan 2 Kale veröffentlicht. Wir gucken uns gleich alle Informationen und Details an zu den neuen Karten, die veröffentlicht wurden seitens der offiziellen JP Twitter-Page. Wir haben noch kein Release-Date. Ich schätze mal, sie werden am Mittwoch kommen, zwei Tage nach Veröffentlichung. Ich könnte mir vorstellen, dass morgen die Daten im Spiel hinzugefügt werden, also dass es einen Data-Download gibt. Falls das der Fall sein wird, Freunde, oder an sich, wenn wir wissen, wann sie genau erscheinen werden, wenn wir ein Release-Datum haben, dann lasse ich es euch auf jeden Fall so schnell wie möglich auf meiner Twitter-Page wissen. @dokkanbattle.de könnt ihr gerne abchecken, Freunde. Deswegen würde ich so mal sagen, so viel dazu. Wie gesagt, ich erwarte sie wirklich. So Mittwoch könnte ich mir echt vorstellen, dass sie kommen, in den nächsten zwei Tagen. Jedenfalls Shoutout auch hier an Goresh für die ganze Übersetzung. Er macht seinen Job wieder abermals gut, um es einfach zu sagen, seine Übersetzung wirklich on point, und die könnt ihr auch auf jeden Fall gerne abchecken, den Boy Goresh. Wir haben hier zum einen ein Kale, Super Strength Charakter Kale, Max Level 100, heißt SSR Karte, sie droppt als SSR Version, und ihr seht es auch schon, es ist wahrscheinlich so eine Waifu Karte, und ich habe auch eine Befürchtung, sage ich mal, auf die ich gleich zurück zu sprechen komme, für die LR Karten. Die gehört nicht zur LR Karte, Freunde, das ist eine separate Karte, die mit dem LR released wird. Wir haben hier Super Strength Kale, Leader Skill, sie geht der Pure Saints und Peppy Gods Kategorie Keep Plus 2 HP, Attack und auf 80%. Sie macht Supreme Damage, erhöht ihren Angriff und die Verteidigung. Hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 60%. Bekommt 10% auf den Angriff für jeden Universum 6. Universe Survival Saga Mitglied im Team. Und da musst du ganz kurz ansprechen, Freunde, in den Übersetzungen wird man jetzt neuerdings ein Slash sehen. Und dieser Slash steht sicherlich für Oda, das müsst ihr auf jeden Fall klarstellen. Heißt, wenn beispielsweise Kalifla im Team wäre, Kalifla ist ja sowohl in Universum 6 als auch Universe Survival Saga, dann sollte sie nicht nur von Kalifla 20% auf den Angriff bekommen, sondern 10%. Ja, weil Kalifla ist entweder in Universum 6 oder in Universe Survival Saga. Dafür steht dieser Slash. Davon gehe ich jetzt aus. Wenn es anders wäre, wäre es zu... Der Boost wäre zu gut, sag ich mal. Vor allem für den LR-Charakter, den wir uns gleich betrachten werden. Das sollte eigentlich so wie bei den namekianischen Universum 6 Charakteren separat beschrieben werden, falls quasi ein Charakter in beiden Kategorien ist. Da war das in ihrer Passive sehr schön separat beschrieben. Also wenn der Charakter beispielsweise in so und so ist und in eurem Namekians, dann bekommt er es, und das ist dann quasi, das wird dann zusammengerechnet. Und hier gehe ich sehr stark davon aus, dass es ein Oder ist. Ja, also Hauptsache der Charakter ist entweder Universum 6 oder Universal Saga, Universal Survival Saga, sorry, und dann bekommt sie die 10% auf den Angriff. So sollte das funktionieren. Heißt, wenn 7 Mitglieder in entweder Universum 6 oder Universe Survival Saga sind, im Team besteht ja auch 7, der Friend gehört dazu, dann wären das weitere 70% auf den Angriff. Dann macht sie garantiert eine Additional Super Attack, wenn sie gegen ein Universe Survival Saga oder Pure Saints Kategorie Gegner kämpft. Also wenn ein Gegner in diesen Kategorien vertreten ist, dann macht sie garantiert eine Additional Super Attack. Links to Saiyan, Lineage Saiyan, Warrior Race, Battlefield, Divas, Rival, Duel, Warriors of Universe 6, Tournament of Power, Kategorie, Universe Survival Saga, Universe 6, Pure Saints und Peppy Golds. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Super Tech Kalifla. Ebenso Level 100, wird auch dazu kommen zu den LR und hat noch auch kein Awakening, wird quasi so droppen, wie sie ist, laut dem Stand der Dinge, die wir jetzt hier wissen, dank dem, ja, offiziellen Veröffentlichung von der japanischen Twitter-Page. Sie gibt den Universum 6 und Peppy Gods Kategorie Keep Plus 2 HP älteren 80%. Sie macht Supreme Damage und erhöht Angriff und Verteidigung. Dann hat sie auf den Angriff und auf die Verteidigung 60% durch die Passive und bekommt auf ihre Dodge-Chance, also sie hat eine Chance zu dodgen, und diese erhöht sich um 6% pro Universum 6 oder Universe Survival Saga Kategorie-Mitglied im Team. Kämpft sie dann gegen ein Universe Survival Saga oder Pure Saints Gegner, dann dodgt sie garantiert. Was? Ich meine, okay, der Gegner muss entweder in einer der beiden Kategorien sein, aber dann dodgt sie garantiert. Dann dodgt sie ja legit garantiert, und ich stelle mir das vor, so wie es da steht, dann sollte sie immer dodgen. Also es ist kein einmaliger Dodge, da ist ja keine Beschränkung. Heißt, wenn ihr die in einem Ding mitnimmt, in Super Barrel zum Beispiel, wo ihr, wenn ihr in Zukunft mal eine Pure Saint Stage kommt oder Universe Survival Saga Stage, in dem man quasi, oder an sich eine Stage, gegen den man diese Gegner kämpft, dann dodgt sie halt die ganze Zeit. Interessant, interessant. Links ist Saiyan Lineage, Saiyan Warrior Race, Battlefield Diva, Prodigies, Warriors of Universe 6, Tournament of Power, Kategorie ist sie vertreten und Universe Survival Saga, Pure Saints, Universe 6 und Peppy Gods. Sorry, dass ich das so runtergerattert habe, aber das ist ja quasi die Linkskills und Kategorien, die seht ihr ja, die gibt es da auch zum Lesen. Und jetzt kommen wir zu LR Super Saiyan 2 Kalifla und Kale. Abgesehen davon, dass ihre Esse wirklich gestört aussieht, die Animation wirklich sehr, sehr
geil ist, ist das die Artwork, Freunde. Wir haben aktuell nur die LR-Version, die veröffentlicht wurde. Die Tage sollten auch wissen, wie sieht die SSR-Version aus, wie sieht die Theo-Version aus. Ich hoffe mir, dass die SSR-Version entweder Base from Kaelis oder Base from Kalifla, weil diese haben eine farmbare Esse. Wenn es Base from Kalifla und Kael sind, dann wären das leider 19, ja, Grand Kai, LR Kai, Sleeping Kai, was auch immer, um sie auf SSR zu bringen. Sie sind, ich würde mal sagen, leider Super AGL vom Super AGL-Typus. Warum leider? Ich finde, wir haben letzte Zeit viele AGL-LR bekommen. LR Baby und LR Super Saiyan 4 Goku. Jetzt auf JP, wir sprechen ja über JP logischerweise. Ich hätte mir eigentlich, wir haben das auch im Stream diskutiert, zum Beispiel ein Tech. Es gab lange Zeit keinen neuen Tech mehr. Also einen LR, der vom Tech-Typus war oder physisch. Sind jetzt wieder vom AGL nicht schlimm. Super AGL-Typus, Freunde. Was haben sie aber drauf? Es ist gestört. Es ist wirklich gestört. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Leader Skill haben wir auch besprochen im Stream. GG kam dazu. Joint Force Kategorie, geben sie Key plus 4 HP Attack und F 130% oder Super AGL Typus Key plus 3 HP Attack und F 100%. Joint Forces, dieser Boost mag gering klingen, es sind 130%, aber so sind halt die neuesten LR. Baby hat auch Artificial 130%, LR Trunks, Triumph Travis 130%, aber Freunde, die Joint Forces Kategorie, wisst ihr, wie die aussieht? So sieht die aus. Die Kategorie besteht nur aus LR-Charakteren, Freunde. Also wenn ihr damit euch ein Team baut, ja, GG. Also das Team wird wirklich richtig gut. Auch wenn es nur 130% sind, da könnt ihr euch sicher sein, das Team wird wirklich gut. Also ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, das Team testen zu können, wenn wir sie natürlich hoffentlich ziehen. Aber das ist quasi Zukunftsmusik für die Tage. Jedenfalls, mit der 12 Key macht sie Colossal Damage und erhöht die Verteidigung des Gegners. Mit der 18 Key, mit der Ultra Super Attack, macht sie Mega Colossal Damage oder machen sie Mega Colossal Damage, erhöhen ihre Verteidigung. Passive, folgendermaßen. Sieht viel aus, ist viel, ist aber geil. Sie haben immer konstant Attack und Def 66% und machen garantiert eine Additional Attack. Diese Additional Attack ist aber ein normaler Attack, also kein Super Attack, keine Ulti. Dann bekommen sie Key plus 1 und die Chance, dass sie dodgen können, wird um 6% erhöht. Jedes Mal, wenn sie angreifen. Jedes Mal, wenn sie angreifen und sie machen an sich schon einen Additional Attack, heißt in der Runde greifen sie auf jeden Fall zweimal an, ohne Dupe System. Dupe System Level 5 hat noch AGL-Charakter, also ist eine gute Chance, Free Dupe, dass auch ein dritter Angriff folgt. Also maximal mindestens 2 Angriffe pro Runde machen sie, maximal 3, wenn wir es so sagen dürfen. Und jedes Mal, wenn sie eben einen Angriff starten, erhöhen sie ihre Key plus 1 und ihre Dodge-Chance um 6%. Das Maximum ist Key plus 6 und 66% zu dodgen. 66% zu dodgen. Verdammt nochmal, wisst ihr, wie viel das ist? Sie müssen 11-mal angreifen, klar, aber sie machen mindestens in jeder Runde 2 Angriffe. Das ist halt gestört, das ist die Sache. Und sie bekommen selbstständig Key plus 6, also ihre Ultra-Super-Attack werden sie immer machen. Vertraut mir, denn ihre Links sind auch sehr, sehr gut. Die Sache mit einer Chance zu dodgen ist folgendermaßen. Normalerweise steht explizit dran, dass auch Super-Attacks involviert sind, also dass sie auch Super-Attacks dodgt. Hier steht das nicht dran. Ich glaube, das ist eine neue Art und Weise, Passive zu beschreiben. Chance to evade ist für mich einfach egal, ob Super-Attack oder normaler Angriff. Im Endeffekt werden wir das wissen, wenn sie im Spiel ist, wenn wir dann sehen, wie ihr Gameplay funktioniert, sag ich mal. Dann, das war noch nicht alles, bekommt sie 10% auf den Angriff. 10% auf den Angriff für jeden Universum 6, Joint Forces oder Pure Saint Kategorie-Mitglied. Heißt, das Team besteht wieder aus 7 Mann, 70% kommt drauf, das sollten 136% sein. Ich gehe nicht davon aus, dass es separat kalkuliert wird, weil das wäre sonst wirklich zu viel. Heißt, sie haben sehr guten Angriff, sie haben gute Verteidigung, sie sorgen für Key, sie können dodgen. Ja, Lekomi, was können sie noch? Sie können noch was. Wenn sie dann gegen einen Universe Survival Saga oder Pure Saints Gegner kämpfen, also wenn ein Gegner der Kategorien als Gegner ist im Kampf, dann machen sie garantiert einen Additional Super Attack. Das ist eines der besten LR. Ja, ohne Hype, ohne weil es jetzt Kalifla ist oder so, weil ich Kalifla, KMA, Kefler, nein. Also wirklich, schaut euch diese Passive an, liest sie euch durch, versteht diese Passive und dann wisst ihr, wie verdammt nochmal vielfältig und selbstständig sie sind. Also das ist gestört. Und in den Teams, in denen sie vertreten sind, Universe 6 brauchen sie quasi für einen Attack Boost, kann man sie locker spielen. Joint Forces kann man sie auch locker spielen. Oder Pure Saints kann man sie auch locker spielen. Und sie haben ihren vollen Boost, wenn das Team so komplett aus 7 Charakteren besteht. Link Skill Super Saiyan
10% Battlefield Diva, Key plus 2, Warriors of Venus 6, Key plus 2, Turn of Power, Key plus 3, Prepare for Battle, Key plus 2. Das größte Problem an Kayle, Kalifla und Kevlar Karten war, sie hatten zu wenig Angriffslinkskills, viele Keylinkskills. Für ein LR sind viele Keylinkskills gut, dementsprechend werden sie auch wirklich sehr viel und oft ihre Ulti machen, ihre Ultra Super Attack. Aber das Problem war, sie haben keinen Angriffslinkskills und ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Fierce Battle. Fierce Battle haben sie. Heißt zu Super Saiyan haben sie noch Fierce Battle. Das ist sehr, sehr gut. Also gehe ich auch stark davon aus, dass ihre, dass die Earth Awakening von der UR-Version auf die TOR-Version beispielsweise zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass sie Medaillen braucht aus Dokkan Events aus dem Universe Survival Saga oder aus dem Turn of Power. Also sei es vom Evo Vegeta, von Oigoku, von Hit, Angel Go und Freezer vielleicht und so und so fort. Das kann ich mir vorstellen oder vielleicht auch nur von Hit. Gucken wir mal, wir wissen wie gesagt noch nicht, was für sie braucht, aber fest steht, ihr erstes Dokkan Awaken hat auf jeden Fall Dokkan Event Medaillen, weil wenn sie es nicht hätte, dann hätten sie Shattering Limit bekommen, weil die LR, beziehungsweise das erste Dokkan Awakening macht bei den LR aus, ob sie Fierce Battle haben oder Shattering the Limit, das ist wegen den Medaillen, und in dem Fall bekommt sie dann, sollten ihre ersten Awakening Medaillen, die man braucht, um sie auf die TO-Version zu bringen, Dokkan Event Medaillen sein. Welches genau werden, das sind wie gesagt die Tage. Dann hat sie noch Legendary Power. Also dieses Links-Setup ist wirklich übertrieben gut für die Teams, in denen sie vertreten sind. Kategorie Joint Forces, Universe Survival Saga, Universe 6, Pure Saints, Peppy Gods und verdammt nochmal Full Power. Also ein sehr, sehr guter LR, Freunde. Ihr habt es, glaube ich, nicht gesehen. Ich gehe mal ein bisschen hier zur Seite. Ein sehr, sehr guter LR. Bin gespannt, ob wir zusammen werden, aber sie sind wirklich sehr, sehr gut. Die Sache ist halt, meine Befürchtung ist leider Gottes, dass sie vielleicht in einem Peppy Gods Banner kommen. Wegen diesen beiden Karten. Das sind Peppy Gods Charaktere. Und diese Peppy Gods Charaktere sind eigentlich nur in Peppy Gods Bannern. Und diese Peppy Gods Banner, da waren, glaube ich, die ersten drei, also ist auf Global zumindest, das letzte auf Global war folgendermaßen, die ersten drei Multis waren jeweils 30 für 30 Dragon Stones, aber du hast garantiert einen Featured Charakter. Heißt, der GSSR Slot ist ein Featured Charakter. Und wenn das so wird, dann wird es schwer sein, die zu ziehen. Obwohl natürlich auch in Peppy Gods Banner nur Peppy Gods Charaktere sind, also die Charaktere an sich sind wenige. Aber man hat halt nicht den GSR, der nicht featured ist. Das ist wichtig für LR-Charaktere. Das ist nur eine Befürchtung von mir. Wir werden die Tage schlauer. Ideal wäre es, wenn sie in einen Double-Rate-Banner kommen, die zwei da quasi mit dabei sind, sie featured ist und dann alle anderen LR natürlich auch drin ist. Weil wenn es ein Peppy-Gods-Banner ist, dann sind nur diese da drin. Und ich habe halt die Befürchtung wegen den zwei Charakteren, das sind Peppy-Gods-Charaktere. Das sieht man vom Artwork. Die Tage wissen wir mehr, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Ich bin auf jeden Fall auch darauf gespannt, wie das Banner aussehen wird. Die Infos gibt es dann, wie gesagt, sobald das online ist. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be alright.